So, und schon geht's weiter bei Day of the Tentacle. Ja, und wir wollten ein bisschen mit Thomas Jefferson und John Hancock reden. Hey, großer langer Mann, mein Name ist Hoagy. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich hab von dir gehört. Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas. Und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Als wenn du das nicht wüsstest. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Nun gut, jetzt, wo du den Wein dazu beigesteuert hast, werde ich sie heute vergraben. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? Ich mochte die S, die wie Fs aussehen. Aha. Ja, er zeigt dich begeistert. Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Ich glaube, Hoagy kriegt's nie hin. Was macht ihr Jungs hier drin? Wir schreiben die Verfassung für die Vereinigten Staaten. Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Bis später dann. Was? Was passiert später? Jupp. Hallo? Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Er gibt den Holzblock hungernden Kindern? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Wirklich? Zeig mal deine Hände. Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Alles klar. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Nun, ich muss gehen. Ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass am Feuer gemacht wird. Aber ich... Moment, muss mal schnell zu Bernard. Genau. Das hier muss rein. Sie sind brillant. Was für ein Design. Ah ja, genau. Das braucht der Bernard. Das Design ist nicht schlecht, aber ich brauche wasserdichtes Material, wie Gusseisen oder so. Den Zettel braucht der Hoagy. Und den schmeißen wir in die Vorschlagbox rein. Naja, Hoagy, alles klar. Lass dir ruhig Zeit. Wir sind ja nicht in Eile, weißt? Also für das, dass es so lange her ist, dass ich das letzte Mal zockt habe, kann ich mich schon hier und da an manche Stellen erinnern. So, halt. Da lang. Da haben wir den Zettel. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh,
Hier ist ein Vorschlag. Da steht: George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja, es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Wir haben wieder erfolgreich die Zukunft verändert. Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel. Ja, schön. Jetzt muss ich erstmal zu Bernard. Weil ich kann sonst bei Hoagie nicht großartig weitermachen. Ja, wenn ich jetzt da reingehe, da ist ja da Dr. Fred. Genau. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Ja, dann müssen wir schauen, dass wir anders an die Kombination kommen. Was haben wir denn? Groschen? Ja. Das ist alles ein Groschen. Aber ich habe mit Bernard noch ein bisschen was vergessen. Und zwar hier die Schlüssel. Und den Groschen schmeißen wir hier rein. Das reicht nur nicht aus. Aber wir kommen bald an den Groschen ran. Dann muss ich nur schnell raus. Hi, Ted. Und ihm geben wir die Schlüssel. Hier, vielleicht sind das die Schlüssel. Wo? Gib her. Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. Wer trägt denn auch schon so viele Schlüssel mit sich rum? Ja, der wird uns eine Zeit lang beschäftigt sein. So. Jetzt kriegen wir auch den Groschen. Und der ist jetzt nämlich in dem einen Zimmer wichtig, der Groschen. Dann fliegt nämlich der Schnarcher runter. Jetzt ist wurscht, jetzt kann er von mir schlafen. Bäh, tropfnass. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Ja, nur wir haben keine 2 Millionen Dollar. Und, Dr. Fred ist ja auch pleite. Folgendes, ich werde den Hamster hier reinschmeißen. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Den Hamster braucht dann Laverne. Oha, das ist viel. Das ist sehr viel. Das könnte auch eine Weile dauern. Mal sehen. Das sind circa 876.650er. 1968. 1974. Oh, 1977. Später am Tag. Viel, viel später. Ja, wir haben alles in der Tasche.
Und ihn heitern wir jetzt ein bisschen auf. Hey, hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Na gut. Sie sind brillant. Tolles Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Das ging jetzt schnell. Und wir kommen an die Scherzpistole ran. Jetzt können wir es dem einen heimzahlen. Jawohl. Da war hier drinne. Oh, da, ein dreiköpfiger Affe. Ich sehe überhaupt nichts. Nichts für ungut. Es ist nicht Secret of Monkey Island. Es ist Day of the Tentacle, Bernard. Nicht vergessen. Ekelhaft. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarren. Ich mache sie selber. Noch eine Zigarre? Klar. Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Ha, es ging der Schuss nach hinten los. Ich verstehe das nicht. Verzieh dich. Oh, jetzt ist er beleidigt. Um dich kümmere ich mich später. So, wir haben den Zigarrenanzünder und wir haben eine explodierende Zigarre. Beides bekommt Hoagie. Ja, auszahlen konnte er, aber er konnte nicht einstecken. Der Zigarrenverkäufer. Ach ja, ganz vergessen. Ach stimmt, mir fehlt ja eh noch was. Das kriegt der Hoagie. Und genau, die klappernden Zähne. Bekommt auch der Hoagie. Gut, das reicht erstmal.